Morgen zusammen. Mein Name ist Martin Sachsenweger. Ich bin heute wieder unterwegs und zwar um schöne Fotos zu machen. Heute Morgen bin ich im Berchtesgadener Land und zwar in Ramsau, genauer gesagt am Hintersee. Super winterliche Stimmung, es ist arschkalt. Zu Hause habe ich gedacht, boah, 10 Grad minus, das wird knackig. Jetzt bin ich hier angekommen und wir haben minus 15 Grad. Also es ist richtig arschkalt. Aber gut, was soll's. Der See ist schon zugefroren. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu dem beliebten Spot, zu den schönen Steinen. Die werden sicherlich schon schön vom See verschlungen sein. Und mal schauen, was wir heute dabei rumkriegen. Es ist leider wolkenlos. Das heißt, ja, was heißt es wohl? Der Himmel ist klar. Und ich denke, wir werden nachher einen sehr, sehr schönen Sonnenaufgang sehen mit tollen Spiegelungen des Sees, naja, beziehungsweise des Schnees. Und da bin ich wie immer total gespannt. Und ich nehme euch jetzt mit. Viel Spaß heute bei dem Video und bis später. Bleibt dran. So, meine Lieben, ich befinde mich hier an diesem klassischen Spot am Hintersee. Ich muss zugeben, zu meiner Verwunderung, ich bin wirklich der Einzige hier heute. Und also die Stimmung hier ist wirklich einzigartig. Wenn man sich das mal anschaut, wie schön das ausschaut. Der See ist gefroren, die Steine sind mit Schnee bedeckt, es brennt sogar ein Lämpchen auf dem Stein. Und die Berge in der Umgebung sind einfach klasse. Ich kann ja mal schwenken, wie es hier ausschaut, so etwa. Guck mal, wie schön das ist. Weiß, kalt. Ja, man kann einfach sagen, es ist winterlich. Und es ist wirklich ein wirklich schöner Morgen hier. Und da heißt es auch mal innezuhalten, mal ein bisschen die Ruhe zu genießen und auch mal das Ganze auf sich wirken zu lassen. Klar, Fotos sind immer wichtig, aber genauso wichtig ist es auch, die Landschaft und die Natur zu genießen. Die Ruhe vom Sturm. Und man hört einfach gar nichts. Das ist total klasse. Also ich würde sagen, wir starten den Tag und zwar mit dieser schönen, wunderschönen, klassischen Ansicht. Hintersee, zugefrorener See und ja, der Stein mit dem Baum. Ich habe es jetzt erstmal in einem Hochkantformat ausgerichtet. Da habe ich mich jetzt zu entschieden. Klassisches Instagram-Format, wenn man so will. Oben und unten wird noch ein bisschen abgeschnitten. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Also das macht sich sehr, sehr gut. Bin momentan auf Blende 8, ISO 400. 400, weil sonst würde ich einfach 30 Sekunden belichten müssen. Wird keinen Sinn machen. Ich mache jetzt ganz knackig 5 bis 6 Sekunden Belichtungszeit fertig. Und werde jetzt gleich nochmal in den Panorama-Modus gehen, sprich in den weitwinkligen Querformat-Modus, ja, um das Ganze hier auch nochmal ein bisschen einzufangen. So, der Querformat-Modus, der könnte dann so in etwa ausschauen. Ich muss nur mal schauen, dass ich auf den Stein hier vorne scharf stelle. Das ist auch ganz wichtig. So sieht also der Querformat-Modus aus. Auch klassische Ansicht. Man sieht nur links und rechts noch wunderschön die Bergspitzen und Berge hervor blitzen. Man muss sagen, die Sonne geht hinter mir auf, also sprich am linken Bildrand. Das wird circa noch eine Stunde dauern, denke ich. Aber so lange heißt es jetzt noch hier diese wunderbare Stimmung mitnehmen. Ich freue mich total und bin wirklich total happy, jetzt hier alleine sitzen zu können. Also wirklich, Leute, ein Traum heute Morgen. 4 Sekunden Belichtungszeit. Oh. Geil. Thank you.
ich war ja schon öfters hier am Hintersee, Ramsauer im Hintersee, und habe schon viele Momente hier auch erlebt. Ich habe Sonnenaufgang, Sonnenuntergang habe ich auch schon hier fotografiert. Aber so wie heute, finde ich ehrlich gesagt, war es noch nie. Also richtig, richtig schön. Ich bin heute sehr früh aufgestanden, 5 Uhr losgefahren. 2 Stunden fahre ich von mir zu Hause bis hierhin. Schon eine ganze halbe Weltreise, aber es lohnt sich tatsächlich immer wieder mal. Und wenn man hier im Berchtesgadener Land ist, dann lohnt sich natürlich auch noch die anderen Spots zu besuchen, wenn man Zeit natürlich dafür hat. Also mal schauen, ob ich das heute noch packe. Ich mache jetzt hier noch ein paar Fotos an dem wunderschönen Spot und gehe dann noch ein bisschen weiter am See entlang und schaue mal, ob ich ein bisschen Morgenstimmung einfangen kann, beziehungsweise vielleicht ein bisschen diffuses Licht, das wäre auch noch sehr schön. Und bleibt dran. So, jetzt habe ich die Perspektive nochmal gewechselt, bin quasi aufs Wasser gegangen, hier auf dem Eis. Habe mir hier so einen kleinen Stein gesucht, wo ich in Sicherheit bin. Und fotografiere jetzt in Richtung des Sonnenaufgangs und der wunderschönen Bergspitzen. Das sieht wirklich großartig aus. Also, oh, mega. Ja, Leute, ist das geil. Ich bin jetzt hier einmal quasi rumgegangen um den Hintersee und ja, was soll ich sagen? Ich meine, die Aussicht ist natürlich grandios. Die Winterlandschaft hier ist wirklich atemberaubend. Man kann es gar nicht anders sagen. Hat sich also völlig gelohnt, total gelohnt, hier heute hinzukommen, um den Sonnenaufgang zu genießen. Wenn man schon einmal im Hintersee ist, beziehungsweise in Ramsau, dann darf man sich natürlich auch nicht die Kirche St. Sebastian hier in Ramsau entgehen lassen. Ich bin jetzt vom Hintersee 5 Minütchen hier hingefahren und den Spot, der ist natürlich auch super bekannt, aber der ist es auch absolut wert. Und wie ich hier jetzt mein Bild mache, meine Bildkomposition finde und einstelle, das zeige ich euch jetzt. Komm mit! So, und zwar gehen wir mal hier auf mein Bild. So schaut's aus. Wunderbar mit dem Fluss im Vordergrund. Die Kirche St. Sebastian ganz klar im Fokus. Ah, die Bergspitzen dahinter schön mit Schnee bedeckt. Ich bin aktuell auf Blende 11, ISO 100
13 Sekunden Belichtungszeit, weil ich zwei Filter vorne drauf habe, den 64-fachen und den Verlaufsfilter. Mein Gott, man sollte immer Handschuhe dabei haben. Habe ich auch, aber ich ziehe sie meistens nicht an. Aber jetzt sind mir heute schon zweimal die Hände sowas von eingefroren, dass ich noch nicht mal mehr die Kamera bedienen konnte. Also schon heftig. Ich bin jetzt hier fertig bei der Kirche St. Sebastian in Ramsau. Es liegt direkt an der Straße. Man kann hier sofort parken und deswegen ist man hier eigentlich auch relativ schnell fertig. Ich fahre jetzt noch weiter, mal schauen, was heute noch so auf dem Programm steht. Ich würde dranbleiben. Viel Spaß. Ciao. So Leute, ich bin jetzt weitergefahren zum Königssee, hier Schönau am Königssee. Und ich glaube, der Königssee ist mit einer der schönsten, der allerschönsten Seen in Deutschland. Jetzt während dieser Zeit, der Lockdown-Zeit, natürlich nicht besucht, beziehungsweise extrem ruhig hier, fast kein Mensch. Und das lädt natürlich zum Fotografieren ein. Ich habe hier jetzt gerade eine ganz coole Perspektive gefunden. Ich zeig's mal. Und zwar versuche ich hier jetzt mit der entsprechenden Langzeitbelichtung genau zwischen diesen beiden Hütten zu fotografieren. Ich finde, das macht eine ganz tolle Stimmung im Bild, eine ganz tolle Linie. Und ja, das war jetzt mein kurzer Zwischenstopp hier an den Bootshäusern am Königssee. Ja, und ich muss sagen, ich bin wirklich super gerne hier am Königssee. Natürlich hauptsächlich im Sommer, wenn man mit den Schiffchen dann auch zum Obersee fahren kann. St. Bartholomä. Aber auch jetzt hier im Winter ist es echt schön. Es hat so eine besondere Atmosphäre. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dem sogenannten Malerwinkel. Und der Malerwinkel, der verspricht ja eigentlich schon, was er sagt. Ja, da könnte man sich auch hinsetzen, um ein Bild zu malen. Ich werde mich aber hinsetzen, beziehungsweise hinstellen, um ein Bild zu schießen. Und da nehme ich euch jetzt mit hin. Ich bin am Malerwinkel angekommen, bin noch ein paar Meter weiter gegangen, weil man da besser ans Ufer gehen kann, habe mich jetzt hier hingesetzt bei schönstem Wetter, schönster Sonnenschein und habe jetzt aber noch nicht versucht ein Foto zu machen, ich zeig's mal, das macht momentan keinen Sinn, absolute Gegenlichtsituation, ja hier vor uns, also wie gesagt der Königssee, ganz hinten sieht man Bartholomä. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, die kleinen Türmchen der Kirchen. Naja, vielleicht ein bisschen. Aber das macht momentan jetzt hier keinen Sinn, ein Foto zu machen. Vielleicht gehe ich nochmal ein bisschen weiter am Ufer, um in den Schatten des Berges zu kommen. Das könnte funktionieren. Vierter und letzter Anlaufpunkt heute hier in Berchtesgaden. Ich bin jetzt tatsächlich oberhalb von Berchtesgaden am Lockstein, so heißt der Berg. Hier gibt es auch eine schöne Kapelle, Kapelle am Lockstein. Und von hier oben hat man wirklich einen ganz, ganz tollen Ausblick auf Berchtesgaden und auch auf den Watzmann. Und
Wir haben jetzt 15.30 Uhr. In circa einer Stunde soll die Sonne untergehen. So lange muss ich mir hier oben gemütlich machen. Das macht nichts bei der Aussicht. Da kann man schon mal leicht aushalten. Hab mein Stativ schon aufgebaut, alles vorbereitet. Jetzt beginnt der gemütliche Teil. Und bin gespannt, wenn dann nachher die Lichter der Stadt angehen und vielleicht noch ein bisschen Abenddämmerung einsetzt. Heute war es ja wolkenfrei, blauer Himmel. Jetzt ziehen aber langsam so ein paar Schleierwolken rein. Also es könnte noch gut werden. Will nicht sagen episch, aber gut. Also bleibt dran. So, zu den Einstellungen. Hier oben am Lockstein mit wunderbarer Sicht auf Berchtesgaden. Aktuell Blende 11, ISO 100. Manuell fokussiert, zwei Filter, 64-fachen sowie Verlaufsfilter 1.2. Jetzt heißt es noch ein bisschen warten, bis die Sonne rechts hinterm Watzmann komplett verschwunden ist und sich der Himmel hoffentlich noch ein bisschen einfärbt. Aktuell sieht es sehr vielversprechend aus. Meldung jetzt hier aus Berchtesgaden. Habe jetzt gewartet, bis die blaue Stunde eingetreten ist und es sieht ganz schön aus. Also muss man schauen, wie immer, wenn man zu Hause ist, wie sich das entwickelt am PC in der Nachbereitung. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es arschkalt wieder geworden ist. Also ich weiß nicht, wie viel Grad wir jetzt hier genau haben, aber ich denke wieder minus 5, minus 6 Grad auf jeden Fall. Ich möchte mich bedanken, dass du heute bis zum Schluss wieder dran geblieben bist, weil heute doch ein längerer Tag wie eigentlich geplant. Hat angefangen am Hintersee, dann St. Sebastian, Königssee und jetzt hier oberhalb von Berchtesgaden mit Panoramaaussicht auf den Watzmann. Also so eine kleine Fototour, kleiner Fotowalk durch das Berchtesgadener Land. Und mir hat es auf jeden Fall super gefallen, es war ein toller Tag heute. Und nochmal vielen Dank, dass du dran geblieben bist. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über den Daumen, über ein Like und auch über ein Abonnement, solltest du mir noch nicht folgen. Übrigens auch auf Instagram unter Travel Meets Art zu finden. Da zeige ich immer die besten Bilder. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viel Uhr es jetzt gerade bei euch ist. Bei mir ist es jetzt jedenfalls Abend. Also wunderschönen guten Abend und passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das gehört auch immer mit dazu. Bla 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 bla. Dafür ist der Gimbal aber gut. Ja. Und was hier ziemlich geil ist, die Beleuchtung. Dass ich wenigstens hell bin. Ja.